Mein Freund. Tim mit Doppel M? Tim mit Doppel M. Tim mit Doppel M. Ja. Ja, Tim. Ich bin 10 Jahre alt. Ich komme aus Gescher, das ist in der Nähe von Münster. Und ja. Ey, das ehrt uns hey, so, Tim. Vielen Dank, dass du das gemacht hast. Ey. Ja. Super cool. Wirklich cool. Du hast ja richtig die Bude gerockt. Das war echt gut. Ja. Ah. Tim. Ich weiß, du hast dir sicher gewünscht, dass wir uns umdrehen und sagen, ja. Yeah, ich finde es gut, du hast echt Mut, du hast das so rausgeknattert stellenweise, hey und so. Das finde ich gut, du hast es zu deinem eigenen Song gemacht. Das fand ich positiv. Und jetzt will ich gar nicht von Technik kommen und so, das ist alles egal, weil das zählt hier ist echt die gute Laune, der spezielle Auftritt und was du uns gegeben hast, nämlich, also ich habe mit viel gerechnet heute Abend, aber nicht damit. Der erste Impuls ist natürlich, das ist ein Song von uns und da ist ein Kid, der gibt uns die Ehre, uns Oldschool-Rappern unseren Song zu rappen und so. Aber da war es halt manchmal ein bisschen zu schnell und dann irgendwie hat uns noch der Gesang gefehlt und so, nachdem wir auch dann im Verlauf der Sendung beurteilen müssen. Ich hoffe, das kannst du irgendwie verstehen. Ja. Aber wirklich tausend Dank dafür, dass du das hier performt hast. Die sollen nochmal zusammen performen. Zusammen wäre geil. Jetzt komm mal her, wir spielen das zusammen. Kannst du noch was? Kannst du noch was von den Fanta? Was? Kannst du noch was anderes von den Fantas? Nee. Nee, das reicht, okay. Braucht ihr einen Dida-Chor? Ja, natürlich. Wir brauchen vor allem Dida. Wir sind so, let's go. Ich hab mich. Ah, jetzt. Habt ihr Bock nochmal? Cool, ne? Let's go. Meine Damen und Herren, hallo Thomas, alles klar? Es ist schon wieder Freitag, es ist wieder diese Woche und ich muss dir jetzt erzählen, was da widerfahren ist. Jetzt sehe ich die Zukunft positiv und ich bin Optimist. Moment, was geht? Ich dachte ganz konkret. Am Wochenende hab ich mir den Kopf verdreht. Ich traf eine junge Frau, die hat mir ganz gefallen. Und am Sonntag in der Diskothek ist die Kurve knallt. Stand dann so dabei und wir haben uns unterhalten. Und ich hab sie eingeladen, ja, sie hat's so bald. Hast du sie ausgeführt? Gehört ja wohl dazu. Dida, 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 D
jetzt meine ja. Du, es ist Dieter, die da auf Eier steht. Was ist Dieter und wie ist sich doch bei dir sieht? Was, Dieter? Und wer ist dieser Mann? Ich glaub, das ist der Grund, warum die Freitags nicht kann. Yeah. Es ist Dieter, 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 Dieter. Oder Dieter, es ist Dieter, 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 Dieter. Nein, Freitags ist sie Dieter. Ladies and Gentlemen, Foto. Super. Krass. Alles gut. Super. Boah, du hast mit den Fantas gesungen. War richtig cool, auch mit den Fantas zu singen. Hat richtig Spaß gemacht und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier hinzukommen. Danke für diese sehr unterhaltsame und mega echt coole Performance von dir. Tim mit Doppel-M.